Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus, und in der letzten Folge, unsere 50. Folge The Forest, die fast 4 Stunden lang ging, weil wir das Ding hier endlich fertig haben wollten, haben wir auch geschafft. Haben wir sogar unseren ersten Bossfight gehabt. Und ja, ich sehe, sind bei uns unten rechts da 3 Rüstungsstücke kaputt. Hab auch jetzt geplant gehabt, hier auch weiter auszubauen, ja. Hier kommt ja dann so eine Dingenskirche, wie heißt das jetzt, quasi so ein Hof hin. Hier so eine Mauer, die sogar noch eins höher geht. Oder ne, ich glaube, das wird reichen, diese Höhe. Dann machen wir da sogar noch einen Steg oben drüber jeweils. Sobald es fertig ist. Und dann halt oben immer mal wieder hier so kleine Türme. Da kommt ein Turm hin. Irgendwo in der Mitte kommt ein Turm hin. Da kommt einer. Da an der Ecke. Hier wieder in der Mitte. Da hinten. Aber da werden wir noch nicht heute anfangen zu bauen. Denn heute habe ich mal was anderes vor, mit euch zu machen. Weil ein Kollege hat mir den Tipp gegeben gehabt, so wo wir. Oh, 2 Holz haben wir noch. Okay, dann die beiden schmeißen wir eben noch drauf. Die beiden machen wir. Mein Kollege hat mir auf jeden Fall einen Tipp gegeben, so wo ich eine Taschenlampe zum Beispiel finde. Und so. Das machen wir hier. Boah, der Wind. Der Wind ist krass. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auch auf den Weg dahin, wenn wir auf der Map gucken. Müsste das irgendwo weiter so an den mittleren Höhlen sein? Blöderweise sind die nie wirklich mit Namen markiert, welche Höhle was ist. Müssen wir auch mal die Nachricht noch mal angucken, so welche Höhle hier wo ist. Die Wasserfallhöhle, Höhle der Anwälte und so weiter gab es da ja irgendwie. Und dass die ganzen Höhlensysteme auch miteinander krass vernetzt sind. Wir kommen da gerade nicht weiter. Ja, ich sehe schon. Müssen wir so machen. Und komm doch. Das Ding stört mich. Kann ich nicht kaputt machen. Wir haben aber schon langsam Durst. Dann trinken wir eben was. Essen haben wir nichts mehr. So, ich werde jetzt wieder angeschrieben. Aber jetzt gerade habe ich keine Zeit. Tut mir leid. Vor allem auch, was der Kollege mir auch gesagt hatte, ist diese ganzen Bauteile für Revolver, für den Revolver oder also für das hier, für die Pistole, 8 Stück, die muss man immer irgendwo hier suchen, finden. Die erkennt man nicht so leicht. Da gibt es auch immer wieder so Bilder, Fotos, die man finden muss, die da einen Hinweis zu geben, wo das ist. Und ich habe vor, auch mit euch in Zukunft
mal vielleicht eine, ich weiß jetzt nicht, wie wir das genau machen, ob wir das irgendwie mal zufällig finden oder auch direkt los dahin, so dass wir alles auf einen Rutsch jagen gehen, suchen gehen, so. Das weiß ich noch nicht, aber in Zukunft auf jeden Fall noch zu holen. Denn dieses Ding wird fürs Endgame, dieses Spiel, für The Forest, benötigt. Ich habe das schon mal ja bei dem lieben Gronkh und den Turbinator gesehen gehabt auf dem Let's Play. So, das war jetzt auch ein oder zwei Jährchen her, wo ich das gesehen habe. Kann mich auch noch so dunkel erinnern. Aber ja, diese eine Endboss, sage ich jetzt mal. So, die waren ja zu zweit schon. Hatten schon Schwierigkeiten damit. Dann will ich nicht wissen, wie ich mich alleine gegen diesen Endboss schlagen werde. So, wir brauchen jetzt eben was zu essen. So, ich schmeiß beide drauf und dann schnappe ich mir mal noch zwei weitere Schildkröten für unterwegs. Aber da wir ja in eine Höhle reingehen, werden wir ja so oder so gleich genug Snacks und so weiter kriegen. Für uns heißt das jetzt aber erstmal in diese Richtung gehen. Ich glaube, das war diese blaue Flagge da vorne. Will jetzt aber auch nicht zu viel von meiner Ausdauer verbrauchen. Deswegen laufen wir entspannt darüber. Wenn du noch ein paar Stöcker mitnimmst, ne, haben wir genug. Und ich hoffe, wir werden auch nicht zu früh irgendwie von den Ureinwohnern attackiert. Dass wir zumindest noch rechtzeitig die Höhle finden. Und sollten die da sein, die Ureinwohner, und uns jagen, wir rennen direkt Richtung Höhle und nicht nach Hause. Auch wenn ich gerne lieber nach Hause rennen würde, in Sicherheit. Wir rennen zur Höhle. Sorry, dass ich jetzt gerade so konzentriert bin, aber bin auch ein bisschen nervös, hier den Wald jetzt zu erkunden. Denn in-game sind wir ja schon hier bei Tag 60. Das heißt, die sind schon ordentlich gestärkt, die Ureinwohner. Auch wenn wir es vor ein paar Folgen geschafft haben, hier 9 von 10 auszuschalten, war das eher mehr Glück als Verstand oder so. Aber bis jetzt scheinen wir keinen über den Weg zu laufen. Ja, da vorne können sie es aber gleich ändern, weil da vorne ist schon dessen Behausung.
Ja, wir gehen auch straight durchs Wasser lieber, weil hier auf dieser kleinen Insel vom Felsen können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen, ob da vorne irgendwelche Ureinwohner jetzt sind. Können wir da auch eben schauen, dass wir da nicht vielleicht noch irgendwas mitnehmen. Waffen sind da genug. Da sind erstmal ein paar Dinger gespawnt. Da liegt Seil. Scheint bisher niemand in der Nähe zu sein. Abgesehen von den Hasen. Nice. Oh, Klebeband. Ein Topf. Medizin. Oh, neue Klamotten. Nice. Hier haben wir wieder Seile und Stoff. Und dann wollen wir weiter. Das müsste schon der sein da hinten. Oder? Wo sind wir gerade? Okay, der ist nur vorbeigelaufen. Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen. Wir sind aber irgendwie an noch einer Höhle vorbeigelaufen, das wir nicht markiert haben. Aber das da hinten ist die Höhle, wo wir rein wollen. Boah, der Wind. Das gefiel mir gerade gar nicht, wo wir hier durchlaufen. Noch ein Dorf von denen? Ja. Hier an diesem Dorf die Höhle. So, und hier wollen wir rein. Ja. Ja, jetzt geht's. Nice, wieder Alkohol. Warte mal, das Ding ist doch leer. Das Ding ist doch leer, oder nicht? Dann machen wir den eben leer. Weil da vorne liegt, hier liegt ja eben noch ein voller. Machen wir den hier leer.
Ja, genau so. Jetzt haben wir einen vollen. Nice, wie viele haben wir jetzt? Nur eine Dose. Noch ein Schädel. Ein Kompass. Den haben wir aber schon. Noch ein Schädel. Ach, hier waren die Schädel. Und die Seile. Das erklärt, warum auch in der letzten Folge ich da nichts mehr hatte. So, warte mal, wo... Wir gehen lieber erstmal nochmal nach oben. Gucken uns nochmal die Map von der Höhle an. Bisher haben wir ja noch nicht so viel erkundet. Ah, wir kommen da von rechts unten. Und wir müssen da irgendwie den Weg nach oben nehmen, also Richtung Norden, sage ich jetzt mal. So, wo genau sind wir jetzt? Genau, hier müssten wir jetzt nach oben den Weg nehmen. Ja, da warten schon die Fledermäuse. Müssen aber diesen Weg nehmen. Boah. Jetzt kam die. Ich glaube, wir müssen hier lang. Boah, ist das laut gerade. Boah, ich sehe wieder gar nichts. Die To-Do-Liste aktualisiert. Oder warte, gehen wir nochmal zurück. Inhaltsverzeichnis. To-Do-Liste. Erkunde hängende Höhle. Erforsche die hängende Höhle weiter. Ah, den haben wir jetzt fertig. Oder wie?
Ah, jetzt habe ich irgendwie Angst. Ach, hier sind wir. Hier waren wir sogar schon. Die hängende Höhle, also muss hier irgendwo vermutlich die Dingens sein. Wie heißt das jetzt? Die Taschenlampe. Ich finde es aber komisch, dass hier jetzt keiner der Ureinwohner mehr da ist. Oh, neue Klamotten. So, weißes T-Shirt, schwarze Jeans. Wolfs-T-Shirt, tarnfarben Jeans und rote Beanie. Tarnfarben T-Shirt und Khaki Jeans. Flugbegleiterin Uniform und blaue Jeans und graues T-Shirt. So, komm, wir ziehen das hier mal an. So. Ja, wir haben wieder Durst. Ja. Ah, wir haben jetzt zu viel Alkohol. Dann können wir aus dem ganzen Alkohol jetzt mal... was hier machen. Alkohol gesammelt, natürlich. Weil die Molotows, die brauchen wir auf jeden Fall. Weil seitdem dieses Wurstmonster da in der letzten Folge auf, zu uns gekommen ist, ist es auch schon ein bisschen, naja, gefährlich, so gegen, also, Maximum erreicht. Aufheizender verbesserter Speer, aufheizende Pfeile. Okay, hier haben wir Maximum erreicht. So, aber wie wir weitermachen, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.